Hallo und willkommen zurück zu diesem neuen Video. Es wird mal wieder Zeit für einen DM-Haul. Ich habe meinen Eiskaffee, ich habe meinen DM-Einkauf neben mir. Es kann losgehen. Schnappt euch auch einen Kaffee oder ein anderes Getränk, einen Snack. Genießt entspannt diesen DM-Haul für Mai 2019. Coco tanzt hier gerade hinter der Kamera rum, also nicht wundern, wenn es gerade ein bisschen wackelt und ihr ein paar Geräusche hört. Ich habe wieder ein bisschen Geld bei DM gelassen und wollte euch daran teilhaben lassen. Wofür? Und zwar fangen wir auch direkt an mit Taschentüchern. Spannend, sehr spannend. Es gab diese wunderschöne Taschentuchbox hier mit diesem wunderschönen Design. Mega. Und ich habe die passende quasi, ich glaube, die gehören zusammen, ich weiß es nicht, aber so, die passen einfach zusammen, in so rund geholt. Denn das Wetter spielt irgendwie ein bisschen verrückt und ja, ich glaube, das ist jetzt so eine Zeit, wo viele krank werden. Und allgemein ist es, glaube ich, gut, einfach mal Taschentücher zu Hause zu haben. Wir haben momentan gar keine mehr zu Hause. Ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe nämlich auch noch ein Pack von diesen normalen Taschentüchern geholt. Eigentlich ein viel zu großes, aber das wird uns jetzt auf jeden Fall ausreichen für die nächsten Monate. Wahrscheinlich sogar bis zum Winter oder so. Aber die hier sind immer gut so zum in irgendwelche Taschen werfen. Und diese beiden kann man gut hier irgendwo rumstehen haben. Ist auch so ein bisschen frühlingsmäßiges Design. Okay, wir fertigen mal ganz kurz ein paar langweilige Sachen ab. Mülltüten! Reißfest und dicht, 35 Liter Mülltüten, weil unsere Mülltüten immer reißen und es mich mittlerweile nervt. Coco, kannst du mal aufhören, hinter der Kamera rumzulaufen? Die Kamera wackelt. Das ist jetzt nicht die Zeit dafür. Im besten DM-Haul habe ich auch schon so eine Packung geholt, nur in einer anderen Größe. Und finde die bisher ganz gut und deshalb habe ich jetzt nochmal diese Packung hier dazu geholt, weil die Größe leider ein bisschen fehl eingeschätzt war. Ich hätte größere holen müssen letztes Mal. Schwämme! Nice! Ersatzköpfe. Geschirr- und Topfreiniger, das sind diese Teile, die ich übelst geil finde, wo man so, man hat so einen Stab und da kann man so Spülmittel reinfüllen und dann macht man diesen Schwamm so vorne dran und dann kann man damit halt so sein Geschirr putzen und so. Ich finde das so praktisch und diese Schwämme müssen wir immer zu Hause haben, weil ich ohne dieses Teil wirklich nicht mehr klarkomme. Außerdem habe ich dieses Produkt hier gesehen, das ist neu, das ist eine Summer Edition, ergibt ja auch Sinn, denn das ist die Body Lotion Sun Touch und zwar ist es eine zart bräunende Feuchtigkeitspflege, sanfte Bräunung ohne Streifen für alle Hauttypen. Das ist eine von diesen Body Lotion, die so ein bisschen Selbstbräuner, glaube ich, mit drin haben und die so ein bisschen dir so einen etwas gebräunten Touch geben und ihr wisst, ich brauche es, weil ich weiß bin und für gewöhnlich auch nicht besonders braun werde im Sommer. Ich hoffe so ein bisschen, meine Mutter sagt immer, bei ihr war das früher auch so und mit dem Alter ist das immer besser geworden und sie kann jetzt übelst braun werden. Sie wird wirklich ziemlich schnell braun mittlerweile und ich hoffe immer einfach, dass es bei mir auch so wird und dass ich da ihren Gen hinterher irgendwann auch lande an diesem Punkt, aber ich habe mir jetzt erstmal das hier geholt. Ich wollte es mal ausprobieren. Ich weiß, dass ganz viele von diesen Produkten oft so ein bisschen wirklich dann komisch abwaschen und irgendwie dann so komisch aussehen, tatsächlich Streifen bilden und so weiter und so fort. Und ich hoffe einfach, dass dieses Produkt das nicht macht. Ich habe solche und solche Erfahrungen mit diesen Produkten. Ich werde es ausprobieren und ich werde euch gerne in den Vlogs einfach auf dem Laufenden halten. Die Katzen entscheiden gerade, jetzt ist der Zeitpunkt, um zu spielen. Danke dafür. Wenn ihr vielleicht schon etwas länger meine Videos guckt, dann wisst ihr, dass ich immer Always-Produkte zu Hause habe. Und zwar sowohl die Always-Ultra-Binden als auch die Slip-Einlagen. Das hier sind jetzt die Flexi-Style, die ich auch tatsächlich brauche, weil ich wirklich unterschiedliche Formen von Unterwäsche trage und deshalb so eine Slip-Einlage brauche, die sich einfach überall anpassen kann und die hier kann das. Ich mag die sowohl zwischen den Perioden als auch zum Beispiel ganz am Ende der Periode, wenn man sich noch nicht so ganz sicher ist. Ist es jetzt schon durch? Bin ich durch mit der ganzen Sache für diesen Monat oder noch nicht? Da benutze ich die hier auch ganz gerne, weil die mir so ein bisschen Sicherheit geben einfach, weil ich mich dann einfach ein bisschen frischer fühle und besser fühle. Ein weiterer Grund, weshalb ich so gerne mit Always arbeite, ist einfach, dass sie darauf aufmerksam machen wollen, wie verbreitet es eigentlich noch ist, dass sich Mädels für ihre Periode schämen, dass das Thema noch nicht normalisiert worden ist. Und ich persönlich finde das so wichtig, darüber zu sprechen. Und ich versuche da auch so offen wie möglich mit euch drüber zu sprechen, über dieses Thema, weil das kein Thema sein sollte, wofür sich irgendein Mädchen schämen muss. Jeder sollte es für was komplett Normales halten können. Ich habe extra meinen Girl Supporting Girls Pulli hier angezogen, weil ich dachte, das passt sehr gut zum Thema. Mädels, eure Periode ist was so Natürliches und Normales. Ihr braucht euch wirklich absolut gar nicht dafür zu schämen. Gestern, am 28. Mai, war der Menstruationshygienetag und ich finde super, dass es so einen Tag gibt, dass die Leute einfach mal wieder darauf aufmerksam gemacht werden. Und zu diesem Anlass wollte ich einfach nochmal kurz mit euch über das Thema sprechen und euch diese Produkte vorstellen. Ihr wisst, ich benutze die Always Ultra Binden während meiner Periode ganz gerne, vor allem auch in der Nacht. Es gibt nämlich auch welche, die sind extra für die Nacht gedacht, die sind ein bisschen länger, auslaufgesichert.
versichert. Ich fühle mich damit einfach am wohlsten. Die Produkte sind auch dermatologisch getestet, also absolut hautverträglich. Es ist so wichtig, dass wir über dieses Thema offen sprechen, damit jeder das Gefühl bekommt, dass es ein ganz normales Thema ist. Ich rede mit meinen Freundinnen so offen über das Thema Periode. Ich bin immer so, Leute, ich habe meine Tage, das sind gerade meine Struggles und die sind so, ja, und ich auch und bei mir war es so und wir sind da total offen und ich finde das mega gut und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen dazu animieren, das genauso zu machen und einfach genauso offen mit dem Thema umzugehen, weil was ist normaler und natürlicher als unsere Periode? Also, ich verlinke euch natürlich nochmal alle Infos zu den Always-Produkten und so weiter in der Infobox. Ihr könnt da gerne mal vorbeischauen, wenn die euch die interessieren. Aber die hier sind auf jeden Fall wieder mitgewandert, weil die brauche ich immer. Wo wir gerade schon bei dem Thema Tabuthemen quasi waren und offen und ehrlich sind. Kondome sind auch mitgewandert. Safer Sex, Leute, ihr wisst, ich habe die Pille abgesetzt. Noch möchte ich keine Babys. Deshalb einmal diese hier. Ein Produkt, worauf ich gespannt bin, das auszutesten, ist dieser neue Augenbrauenstift von Catrice. Der Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil. Der ist waterproof. Ich bin mir mit der Farbe nicht ganz sicher, aber die ganzen anderen Farben haben mir nicht zugesagt. Ich hoffe, dass die hier halt nicht so zu... So, das hat fast so einen kleinen Mini-Grünstich, aber ich glaube, es soll sehr aschig sein und das ist eigentlich das, was ich suche. Seitdem ich mir die Haare ein bisschen kühler habe färben lassen, versuche ich meine Augenbrauen auch mit kühleren Tönen nachzumalen und ich finde auch, dass es echt einen Unterschied gemacht hat. Ich habe jetzt momentan ein Augenbrauenstift von NYX in Gebrauch, weil das momentan der einzige ist, den ich habe, der so einen aschigen Ton hat. Und ich wollte jetzt einfach mal einen aus der Drogerie auch so ausprobieren und zwar von Catrice, weil das der einzige ist, den ich so gefunden habe, der so richtig... ultra slim war und ich finde solche immer am besten, weil damit kann ich am besten und natürlichsten irgendwie, finde ich, so meine Augenbrauen nachmalen. Ich habe mich dafür die Farbe 030 Dark entschieden, weil der einfach, wie gesagt, am aschigsten von allen aussah und ich bin gespannt auf den. Etwas, was ich nachgekauft habe, ist einmal dieses Sugar Scrubs Wake Up Peeling von L'Oreal. Ich liebe es! Ich habe es momentan noch in Gebrauch, es ist noch nicht aufgebraucht, aber ich wusste, dass ich es nachkaufen würde. Das ist nämlich mit Kaffee und ihr wisst... Ich und Kaffee, wir sind so. Es ist ein ganz natürliches Peeling und dieses, oh, dieser Kaffeegeruch, ich lieb's so. Deshalb habe ich das auf jeden Fall direkt nachgekauft. Ich brauchte außerdem ein neues Deo und da habe ich mich diesmal mal für eins von dieser Marke hier entschieden. Ich fand den Geruch eigentlich ganz geil. Normalerweise entscheide ich mich immer eher so für so frische Düfte. Aber diesmal, der ist so ein bisschen vanilliger. Ich finde den aber eigentlich auch ganz cool. Es ist zwar Cranberry, Wild Rose und Musk, aber ich finde, es hat was Vanilliges. Eine Sache, die ich schon lange nicht mehr brauchte, ist Nagellackentferner. Und zwar habe ich mich da für diesen Nagellack-Express-Entferner entschieden, wo man den Finger so reintun kann. Ich habe ja eigentlich momentan Gelnägel schon sehr lange, aber ich habe momentan eine Farbe an Gelnägeln, an der ich mich leider viel zu schnell satt gesehen habe. Es war irgendwie ein Fehler, die so dunkelrot zu machen, weil ich bin einfach nicht der Dunkelrot-Typ, außer vielleicht an Weihnachten. Auf jeden Fall, vielleicht gefällt es mir irgendwann nochmal besser, aber momentan habe ich mich davon satt gesehen und dann habe ich mal wieder seit langem Nagellack drauf gemacht und habe mir gedacht, vielleicht mache ich das in Zukunft mal ab und zu mal wieder, wenn ich mal Lust auf eine andere Farbe habe. Und dann brauche ich wieder Nagellackentferner und zwar acetonfreien, damit ich das ja easy abkriegen kann. Eine Sache, die mich sofort so gecatcht hat, ist diese Marke hier und ich habe am Anfang gar nicht gesehen, dass die von Stefanie Giesinger ist, aber dann habe ich nochmal genauer drauf geguckt und es steht natürlich auch drauf, aber so die Farbe und das Design, ich habe einfach, ich bin sofort so dahin und habe so hingeguckt irgendwie und da habe ich zwei Produkte mitgenommen und zwar immer die Gesichtsmaske und worauf ich besonders gespannt bin, ist dieser Lip Oil Shaker, den packe ich jetzt direkt mal aus. Ah, okay, man shakt das so und dann, ich glaube, da sind nämlich so irgendwie so Glitzerpartikel drin, die sollen sich so verteilen. Die setzen sich hier halt alle so ab, ich weiß nicht genau, wie ich die da reinkriegen soll. Ah, okay, das soll hier oben in diesen Infuser rein. Aha. Hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Ja, es ist so Lippenöl einfach mit so Goldpartikeln so ein bisschen versetzt. Sieht so ein bisschen aus wie durchsichtiges Lipgloss, aber ist halt so Pflege. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, das werde ich in so eine Tasche werfen, die ich oft dabei habe, falls ich mal so Pflege brauche, weil da ist sowas immer ganz gut. Und es sieht einfach auch echt cool aus. Also, das gefällt mir. Da bin ich ein echtes Verpackungsopfer. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr schon die Produkte von ihr getestet habt. Es würde mich mal interessieren, wie ihr die findet. Zapfgummis sind auch mitgewandert. Und zwar einmal diese hier von Evelyn einfach. Ich fand die hier so ganz süß. Und weil ich meine irgendwie immer verliere und die Katzen sie mir klauen, habe ich gedacht, hole ich mir nochmal drei neue. Dieses Produkt hat mich irgendwie auch so ein bisschen angefixt. Ich wollte einfach mal diese Marke ausprobieren. Ich hatte Trended Up als Marke irgendwie noch gar nicht so richtig getestet. Ich glaube, ich habe vielleicht ein Produkt irgendwann mal von denen gekauft, aber ich kann mich schon kaum mehr daran erinnern. Und zwar ist das jetzt aus dieser 183 Days Reihe ein Baking Powder. Ich habe nämlich so eins von Laura Mercier, aber ich glaube, ich habe da das Falsche gekauft, weil bei mir macht das Make-up so richtig kriselig und blöd. Also sieht richtig doof aus nach kurzer Zeit schon. Und deshalb kann ich das irgendwie nicht so gut benutzen. Und
Dieses hier will ich jetzt mal ausprobieren. Da gab es drei verschiedene. Ich habe mich jetzt für dieses Baked Perfect entschieden, weil das so ein bisschen rosiger war und ich glaube, das passt besser zu meiner Haut. Da werde ich euch auch in den Vlogs mitnehmen, aber das ist extra zum Baking gedacht. Also bin ich gespannt darauf, ob dann echt so alles ganz lange richtig schön gesettet aussieht. Für meine Freundin habe ich noch was mitgenommen und zwar einmal das hier. Das ist einmal von Tete Sept. Eine Portion Glück, ein aufmunterndes Badesalz. Meine beste Freundin hat nämlich gerade eine Weisheitszahn-OP hinter sich und da habe ich mir gedacht, hole ich ihr eine Kleinigkeit, vielleicht freut sie sich darüber, wenn ich sie dann besuche. Und ja, deshalb habe ich das auch nochmal mitgenommen. Und eine Sache, die ich versuche immer mitzunehmen, wenn ich im DM bin, ist ein Produkt von Cher. Und diesmal habe ich mich für dieses Produkt hier entschieden. Das ist ein Müsli-Riegel Schoko-Meersalz. Sehr lecker. Ich habe das auch schon probiert. Ich finde Cher einfach eine tolle Marke. Ich finde das toll, was die machen. Und ich möchte einfach immer mal wieder ein Produkt von denen mitnehmen, einfach um was Gutes getan zu haben. Dieser Riegel spendet eine Mahlzeit für eine Person irgendwie in Not. Und man kann das hier scannen und gucken, wohin deine Spende geht. Und das finde ich sehr cool, deshalb wandert ein Share-Produkt für mich meistens mit. Über einen Daumen nach oben für dieses Video würde ich mich sehr freuen. Schaut auch gerne nochmal bei Always in der Infobox vorbei. Außerdem könnt ihr auch gerne nochmal bei meinem Instagram-Profil vorbeischauen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Tschüssi!